Einigung zur Grundrente liegt vor. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 10. November 2019 gegen 16 Uhr tickerten die ersten Nachrichten über das Internet oder durch das Internet. Die Großkoalitionäre der CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Kompromiss bei der Grundrente geeinigt. Nach monatelangen Verhandlungen steht nun fest, dass die Grundrente zum 1. Januar 2021 kommen soll. Wer 35 Jahre gearbeitet hat und Kinder erzogen hat oder nahe Angehörige gepflegt hat, soll einen Rentenaufschlag bekommen, wenn er eine niedrige Altersrente hat. Die Richtung, wie das aussehen soll, gibt der Gesetzentwurf von Hubertus Heil vor. Der liegt ja Gott sei Dank schon vor. Aber positive Nachricht, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung. Die Versicherten müssen sich gegenüber dem Staat nicht nackig machen. Es wird aber eine Einkommensprüfung geben. Es gibt einen Freibetrag beim Einkommen. Für Alleinstehende sind es 1250 Euro und für Verheiratete 1950 Euro. Was darüber hinaus liegt, wird dann wahrscheinlich vom Grundrentenaufschlag abgezogen werden. Wie genau diese Einkommensprüfung dann stattfinden wird, wird der neue Gesetzesentwurf oder die Ergänzung zum bestehenden Gesetzesentwurf dann zeigen. Neben der Grundrente soll kommen ein Paket zur Absenkung des doppelten Beitragssatzes bei der Betriebsrente. So hat es die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei dem Interview 16.45 Uhr am 10.11.2019 bekannt gegeben. Die Absenkung des Arbeitslosengeld I-Beitrags um 0,2%. Ein 10 Milliarden Förderpaket für Startups und Schlüsseltechnologien, welche bei der KfW-Bank dann in Zukunft abgerufen werden können. Und was auch ganz wichtig ist, ein Freibetrag beim Wohngeld soll eingeführt werden, damit die Grundrente nicht durch eine Kürzung beim Wohngeld wiederum aufgefressen wird. Anspruchsberechtigt für die Grundrente sollen sein bis 1,5 Millionen Menschen. Heute und in der Zukunft wird es natürlich auch noch mehr Anspruchsberechtigte geben. Bis 2021 ist aber noch ein wenig Zeit. Nutzen Sie bitte diese. Denken Sie an die Wartezeit von 35 Jahren. Wenn Zeiten fehlen, füllen Sie diese bis 2021 oder darüber hinaus auf. Auf rentenbescheid24.de steht Ihnen eine Beratung zur Grundrente zur Verfügung. Wir geben Ihnen in dieser Beratung Tipps und Hinweise, wie Sie Ihren Anspruch auf die Grundrente sichern können und was Sie jetzt noch dafür tun können. Ich wünsche Ihnen und die Grundrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.